Heute oben, Tatjana Axell. Oh. Hollywood at Bar Rouge. Nochmal. Hollywood at Bar Rouge mit Special Guest Tatjana Axell. Was erwartest du heute Abend? Natürlich einen wunderschönen Abend mit viel Spaß, guten Leuten, guten Gästen. Und ich bin seit heute Morgen um 6:30 schon auf den Beinen mit meinem kleinen Hund Gassi. Aber ich freue mich jetzt sehr, hier zu sein in Basel. Und freue mich auf den Abend. Er macht Party in den Maliport und fungiert als Untermieter. Macht sich breit auf deinen Möbel, wenn ein König und regiert hat. Stil kann man nicht lernen, nein, Manhattan oder nicht. Art und Charme und Umgangsform und Settix ist eine Frage. Er hat Millionen Gesichter, aber eins, das muss man sagen. Es gibt leider viel zu viele Leute, denen ist er nie begegnet. Mach's mit Stil. Stil oder lass es sein, Stil bin dich als Ziel, egal woher, egal wohin, ja Stil muss sein, mach's mit Stil, Stil oder lass es sein, Stil bin dich als Ziel, egal woher, egal wohin, ja Stil muss sein, entweder Manhattan oder nicht, Manhattan oder nicht. Johnny, was ist dein Erfolgsrezept? Schöne Frauen, schöne Haare. Tatjana kenne ich schon, wir haben ein paar Mal zusammen geschafft. Und es ist immer toll, wenn sie dort zu Basel ist. Hast du jetzt oben mit Tatjana selber eine Versuchung gemacht? Ja, wir haben ein bisschen Hollywood-Glamour für Bar Rouge gemacht, für das Event. Und es ist uns gelungen. Sie fühlt sich wohl und das ist das Wichtigste. Du hast Tatjana selber geschminkt. Wie ist sie so? Sie ist super angenehm zum Schminken. Sehr offene Person und ich bin angenehm überrascht von ihr. Der Parfum erzählt mir alles. Was hat sie bei dir erzählt? Ah, das bleibt zwischen mir und ihr. Das ist nicht für die Öffentlichkeit. Was hat sie dir so erzählt in dieser Stunde? Ja, Frauensachen. Wie sind sie da so anstrengend? Ja, also nicht nur mit den Haaren, sondern auch ein bisschen für die Psyche. Also wir müssen ein bisschen arbeiten. Wie findest du die Bar Rouge? Ein wunderschöner Ausblick, richtig mega geil. Weil es einmalig ist in Basel, im 31. Stock. Wo sieht man sonst so einen Ausblick hier in Basel? Cooler Laden! Bar Rouge ist super für uns, wir kommen gerne von Bern daher. Ja, ich habe hier auch viele Freunde getroffen. Wie gesagt, die Stadt Basel hure gerne. Obwohl wir für IBS sind, akzeptieren wir es mal. Bar Rouge, es ist einfach hammergeil. Es sind gute Leute, schöne Leute, gute Musik. Einfach ein Fakt, es ist wunderschön. Erst hier. Heute spielen wir Super Mini Mimica mit einem unglaublichen Preisgeld von 10'000 Franken. Oh mein Gott! Regeln gibt's keine. Darum geht's gerade los. Ladies and Gentlemen, hier ist der Boss Magnetic Princess in tonight. Are you ready? So, hier haben wir die ersten zwei Kandidatinnen von heute oben. Du bist? Michelle. Ich bin Lara. Gut, und eure Kollegin macht dort Mimik. Ja, fass dich mal an. Du hast Angst? Du siehst irgendwie komisch. Du denkst, du
Wer ist das? Heiger! Der Wolf. Sie ist erschrocken oder sie hat schon lange nicht gesehen und denkt irgendwie, wer ist das? Er hat wieder getötet. Sie wollte zuerst tanzen und dann hat sie etwas gesehen und ist verschrocken. Die Lösung war gesehen, sie ist in einem dunklen Wald und sie hat Angst vor einem Wolf. Er ist hier. Er ist hier. Mimik 2. Oi, oi, oi. Oh, sind das schöne Augen. Ich sehe dir in die Augen, Klaus. Was ist es? Ich denke, sie hat sich jetzt in den Spiegel angeschaut und denkt, wo bin ich, eine Hammerfrau? Sie ist am Flirten. Ja, yes. Ja doch, halb verliebt, aber fast. Sie hat eine Prinzessin gespielt, die voll verliebt ist im Prinz. And you, Snow White, promise to take this man to be your husband and love him for all eternity. I do. I now pronounce you husband and wife. Hey. Das passt zu dir, nein. Es war ein knappes Rennen. So knapp, dass beide disqualifiziert worden sind. Die 10'000 Franken hat somit leider niemand gewonnen. So, und ich gehe jetzt meine Ferien buchen. Tschüss zusammen.